Wir stehen kurz vor Uschitze und möchten uns hier um den Vikar kümmern, der da ist. Wir haben noch die Anführung des Lagers, können wir vielleicht auch mal nebenbei machen. Und das könnte, glaube ich, eine sehr, sehr interessante und coole Quest werden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Dieb, Dieb, irgendwo da hinten, oder? Gucken wir es mal, das ist manchmal ganz interessant. Wo ist denn der hin? Der ist ganz woanders hin. Das schaffst du schon. Gerade andere Sorgen, Dieb, Dieb. Ist er bestimmt im Wirtshaus oder ist er hier schon beim Erkunden? Uschitz haben uns ja viel Freunde gemacht. Nicht mal hier. Ach, dann ist er natürlich bei der Kirche. Noch drauf kommen können. Na, hallo? Das Bild ist schon schön, ne? Was willst du hier, Junge? Gott sei mit dir, Monsignore. Mein Name ist Heinrich. Herr Hanusch von Leiper schickt mich. Herr Hanusch, mhm. Und weshalb schickt er dich? Ich soll dir bei deiner Suche helfen. Ah, ich verstehe. Wie aufmerksam von ihm. Nun, du kommst gerade recht. Ich brauche jemanden, der sich unbemerkt unter die Leute mischt. Bestimmt hat dir Herr Hanusch gesagt, warum ich hier bin. Er sagte, du suchst nach Ketzern? Das ist richtig. Ich mache die Geschwüre ausfindig, welche die heilige Mutterkirche plagen. Waldenser, ein gefährliches Ketzerpack. Wie kann ich dir also helfen? Du willst gleich zum Punkt kommen, das gefällt mir. Ich weiß, wie man zum Versammlungsort der Ketzer gelangt. Und warum gehst du nicht dorthin, Herr? Ich weiß es nur theoretisch. Die Sache ist die. Wir haben einen Ketzer in Kuttenberg ergriffen und er hat uns von den Ketzern in Uschitze berichtet. Unglücklicherweise war er schon wirr, als er dazu kam, ihren Treffpunkt zu beschreiben. Verstehe. Also, weißt du jetzt, wo sie sich treffen oder nicht? Unter Umständen. Seine Geschichte war milde gesagt konfus. Ich habe hier irgendwo einen Vermerk. Kannst du lesen, Junge? Natürlich, Pater. Sonst hätte mich Herr Hanusch nicht geschickt. Gut, dass wenigstens die Diener der Adligen eine Ausbildung erhalten. Ihre eigenen Nachkommen können nicht einmal den eigenen Namen schreiben. Hier ist die Mitschrift der Befragung. So wie ich das sehe, beginnt die Wegbeschreibung bei der örtlichen Schenke. Komm zu mir, sobald du etwas herausgefunden hast. Ich tue mein Bestes, Pater. Ja, nanu. Der Typ war schon ein bisschen wirr, als er das erzählt hat und konfus. Das haben Leute manchmal so an sich, wenn sie tagelang gefoltert werden. Wer hätte das vermutet? Ich komme nicht aus Uschitze und weiß nicht, ob die Ortsansässigen mich respektieren würden. Das ist gut. Einen dieser einheimischen Tu-nicht-Gute könnte ich sowieso nicht gebrauchen. Denen kann ich nicht trauen. Und sie trauen mir auch nicht. Aber einem gewöhnlichen, sympathischen Jungen wie dir schon. Du hast viel bessere Chancen, ihnen ihre Geheimnisse zu entlocken. Du schmeichelst mir, Monsignore. Also gut. Gibt es Verdächtige? Jeder ist verdächtig. Dessen kannst du dir sicher sein. Aber ich werde mehr wissen, wenn ich mit den Verhören fertig bin. Weshalb glaubst du, dass hier Ketzer sind? Wir haben einen in Kuttenberg festgesetzt. Er hat gestanden, dass er sich mehrmals mit anderen Ketzern in Uschitze getroffen hat. Das war alles, was er gesagt hat? Gegen Ende hat ihn seine Kraft verlassen und er konnte keine Liste mehr zusammenstellen. Vermutlich hat er nicht freiwillig geredet. Natürlich nicht. Kein Wunder, dass ihn unter der Hand des Henkers die Kraft verließ. Ein Jammer. Womöglich hätte er mehr sagen können. Hüte deine Zunge. Es ist nicht klug, die Methoden der Kirche in Frage zu stellen. Ketzer sind ein Geschwür, das die heilige Mutterkirche befällt. Weißt du, wie man mit so etwas verfährt? Man nimmt heiße Eisen und brennt es damit aus. Das schmerzt. Wie es auch mich schmerzte, diesem Mann Leid zuzufügen. Aber es muss getan werden, zum Wohle der Kirche. Wer sind diese Waldenser? Ich habe noch nie von ihnen gehört. Wirklich?
Entweder hast du in der Kirche nicht aufgepasst, oder der Pfarrer in Ratai ist zu faul, der Kirchengemeinde das Sendschreiben des Bischofs vorzulesen. Beides wäre gleichermaßen beunruhigend, aber ich werde mal nicht so sein und Letzteres annehmen. Nun zurück zu deiner Frage. Es ist eine ketzerische Sekte. So viel habe ich mitbekommen. Aber wie äußert sich diese Ketzerei? Hör mal, Bürschchen, ich habe keine Zeit für theologische Dispute. All das muss dich nicht kümmern. Für dich ist nur wichtig, dass es sich ganz sicher um Ketzer handelt. Jawohl, Monsignore. Ach, was ein sympathischer Mann. Ich mache mich ans Werk, Herr. Gott sei mit dir, mein Sohn. So, was haben wir denn jetzt im Inventar? Das Geständnis des Ketzers. Dieses Protokoll ward niedergeschrieben von Meister Borislav, Schreiber des Erzbischofs, um das Geständnis festzuhalten, welches vom Ketzer Peter von Chadek ward gegeben. Wobei die Befragung vom höchstehrwürdigen Jan von Ossek, Monsignore und Vikar des Erzbischofs geleitet und so weiter. Anfangs weigerte sich der beschuldigte Ketzer, ein Geständnis abzulegen. Nanu, sodass der Scharfrichter angewiesen ward, ihn durch Anwendung seiner Künste zur Rede zu bewegen. Er widersetzte sich, doch schließlich gab er die Frage nach einem Versammlungsort nach der anderen ihm bekannten Ketzer nach und äußerte, dass sich diese in der Gegend von Uschütze treffen. Der konnte aber nicht ausführen, wer die Mitverschwörer sind. Der Gefangene war sichtlich erschöpft. Ich begann meine Pilgerreise in Uschütze an einem Ort der Sünde. Das hat er alles gestanden. Aha. Den Tempel von Satans Braut. Aber jetzt ist hier so ein bisschen das erklärt, wie der Weg ist. Was wir dann machen, okay. Wo die Leute sich Trunksucht und Unzucht hingeben. Das ist natürlich die Taverne. Eine weitere Abscheulichkeit, den Tempel von Satans Braut mit dem stolzen babylonischen Turm der aufgehenden Sonne entgegen. Aha. Also zur Taverne. Finde ich aber ganz cool. Das mag ich ja total gerne an dem Spiel, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, dass man eben nicht nur einfach jetzt einen Questmarker kriegt und irgendwas, sondern man muss halt das selber rausfinden. Also, hier gesoffen wird, da treffen sie sich, da ist er hingegangen und dann sieht man den Tempel von Satans Braut. Und dann wirklich damit die Kirche, ist das einzige Gebäude, was halt einen Turm hat, da steht irgendwie... immer der Tribok, der so laut ist. Krass. Genesis meint, ich sollte ihm mal ein Necronomicon geben. Gucken, was er davon hält. Ja, ist ja ganz witzig, glaube ich. Außerdem wird gefragt, was aus der Belagerung geworden ist. Die dauert halt jetzt an. Sie meinen, das dauert 2 Tage ungefähr, in der sie die Zeit mit den Steinen beschießen. Und solange soll ich noch was machen, was ich so zu tun habe. Ob es hier ein Badehaus gibt. Nee, dann ist schon der Einzige. Dann meint er das. Also. Von hier aus sieht man den Turm, den babylonischen Turm. Ich glaube, der hat wirklich nur Wirr geredet. Schnell lief ich vorbei der aufgehenden Sonne entgegen. Okay, also Richtung Osten. Als ich das Dorf verließ, gelang ich an eine Kreuzung und wusste nicht wohin. Also sank ich auf die Knie, betete. Christus Finger erhob sich aus der Erde, wies mir den Weg. Christus Finger sank auf die Knie. Also erstmal sollen wir da an dem Turm vorbei. Den sieht man da in Richtung Osten aus dem Dorf raus. Einen Turm sehe ich auch nicht. Wir lassen es der aufgehenden Sonne entgegen. Da ist die Kreuzung. So,
Und jeder gebetet und Christus Finger. Wie ist das denn gemeint? Ich bin nicht ganz sicher, wie das gemeint sein soll. Ich sank auf die Knie und betete. Mein Gebet wurde erhört. Christus Finger erhob sich aus der Erde und wies mir den Weg. Wahrscheinlich wie der Schatten fällt? Nee, das kann nicht sein. Dann werde ich ja zurückgehen. Die Geräusche einer tausendköpfigen Meute bei der Arbeit. Die Königin so ihre Türme saß. Die Kiefer des Giganten, die kaputten Zähne. Problem ist, hier ist Norden. Er geht der aufgehenden Sonne entgegen. Das heißt, sie stand irgendwo da. Der Finger von Jesus, wenn man das irgendwie vielleicht als Schatten interpretieren würde, würde ja dann dahin fallen. So, vielleicht so ein bisschen so südöstlich. Ne, je nachdem, wie die Zeit war, zeigt der Finger von Jesus so in die Richtung. Da sehe ich hier irgendwas? Ein Bild oder so? Sehe ich irgendwas anderes? Oder halt mit diesen 1000 Arbeitern? Wie ist das denn gemeint? Das ist so. Der Anfang ist ja noch verständlicher, der ist ja echt ein Wirr. Aber ich muss den Text mal weiterlesen, um darauf zu kommen. Also der Schatten würde in die Richtung ungefähr zeigen. Das wäre eher, also in die Richtung auf keinen Fall, wenn dann irgendwie eher in die Richtung gehen. Oder ist das noch nicht die Kreuzung? Doch, man verlässt das Dorf und die erste Kreuzung. Was war denn, hier kommt gleich noch eine Kreuzung. Ich guck mal da hinten. Nicht, dass er eine andere Kreuzung gemeint und das noch gar nicht richtig als Kreuzung zählt, weil er gerade erst das Dorf verlassen hat. Guck mal, was da hinten ist, ob wir da was bekommen. Das ist auch keine richtige Kreuzung. Da vorne wäre eine Kreuzung. Vielleicht sehen wir da irgendwas, was uns weiterhilft. Irgendein Bildnis oder was andere wäre es sehr hilfreich gewesen. Ich bin aus dem falschen Ausgang aus der Stadt raus. Also viele Ausgänge gibt es ja auch gar nicht. An der Kirche vorbei, von daher ist hier vorbei und dann nach Osten. Dann wäre die Kreuzung hier. Ich gucke mal kurz, ob da oben an der Kreuzung was ist. Ich muss das nochmal lesen. Gut, wo bin ich jetzt? Wenn die Leute nicht so kaputt foltern würden, dass sie was einigermaßen Vernünftiges sagen, könnte man damit auch arbeiten und nicht mit so einem Scheiß. Furchtbar. Na gut, kriegen wir schon hin. Also er reitet da lang mit dem Christusfinger, wies mir den Weg, er ging weiter durch das gottlose Land, er hat die Geräusche einer tausendköpfigen Meute bei der Arbeit. Ihre Königin sowie ihre Türme sah. Worauf ist das denn ein Hinweis? Ich wanderte weiter, da erhoben sich plötzlich die Kiefer des Giganten aus dem Boden, die kaputten Zähne gen Himmel gerichtet wie die Grabsteine der Moabiter. Die Kiefer des Giganten. Die kaputten Zähne.
Irgendeine Höhle ist er gegangen. Das muss irgendeinen er muss zu irgendwelchen Bergwerken oder so unterwegs sein. Er sah die Wohnstätte von Apostolos Petrus und Andreas. Zwei weinende Witwen. Ich weinte mit ihnen. Das ist irgendeine Metapher mit den zwei weinenden Witwen. Das ist irgendein Wasserfall. Die Rippen des großen Leviathans am Meer. Er ist über die linke Brücke gegangen beim Fluss. Aus Männern von Stroh bewacht. Wenn der erste Hinweis halt nicht so scheiße wäre. Wenn der erste Hinweis halt nicht so ein Vollscheiß wäre, würde mir das echt weiterhelfen. Der Kiefer des Leviat. Der Kiefer des Giganten. Was soll das denn? Ich bin echt ratlos, krass. So, irgendwie stehe ich entweder komplett auf dem Schlauch. Wenn ich halt irgendwas davon mal sehen würde, wäre ich halt zufrieden. Zwei Brücken über den Fluss Jordan. Guck mal ganz kurz im Norden, was da ist. Er hat irgendwie den Lärm gehört. Was kann denn so viel Lärm gemacht haben? Wenn es hier irgendwie Bergwerke wären. Was denn? Schön pfeifen mal absteigen. Was ist das denn hier? Okay. Dass irgendwas damit zu tun hat. Dass diese 1000 Meute, dass das die Bienen sind, das ist halt völlig Wirrwarr. Ah. Das könnte doch sein. Genau, mit der Königin. Ja, das ist 1000-köpfige Meute, das sind Bienen und die Königin und ihre Türme. Das ist der Quatsch. Okay, er ging weiter, er holt sich Kiefers gern. Okay. Das ist das hier, die Türme der Königin und die, sehr schön. Ich weiß nicht, den Christusfinger habe ich irgendwie verpasst, das erste. Aber er geht dann hier lang, geht er weiter. Okay. Jetzt müssen wir den Kiefer des Giganten als nächstes, vielleicht der Quatsch da vorne. So, richtigen Weg. Dass das der Kiefer des Giganten ist. Der... Diese Mauer. Das Einzige, was wir sehen, interessanter Ort. Ich muss da kurz um, bevor ich wieder das versuche genau zu entziffern. Da komme ich jetzt hinten. Von hier komme ich. Ich muss, ob ich noch was anderes sehe. Das ist ja der erste. Die erste markante Geschichte wieder auf dem Weg. Wie beschreibt ihr das denn? Dass ich nicht die Seite merke, ist ja ein bisschen praktisch. Die Grabstein der Moabiter. So lief ich in das Biestes Schlund. An der Straße sah ich die Wohnstätte der Apostel Petrus und Andreas. Vielleicht ist es noch gar nicht an der Stelle gemeint. Zwei Witwen. Ich guck mal ganz kurz, was jeweils in der Richtung ist. Die Richtung ist schon mal nicht komplett falsch. Ob wir irgendwas sehen, was uns hier weiterbringt. Er hat sich irgendwo ernährt. Irgendwas mit Wasser muss ich irgendwo finden. Pomperon, meine weinende Witwen können auch Trauerweiden sein. Das ist
Ist mir auch schon, habe ich auch gerade überlegt. Genau diese, beziehungsweise genau die gleiche Assoziation eben mit Trauerweiden. Trauerweiden sind ja ein Gewächs. Was ist denn hier passiert? Das gehört das hier alles mit zu Neuhof? Nicht so richtig. Was ist denn hier passiert? Nicht schlafen legen, weil es so einladend ist. Das ist schon sehr wirr geschrieben, da hat es schon recht. Aber soll auch nicht zu einfach sein. Er begab sich in das Maul. Heißt das, er ging hier durch? Das Maul begeben, dass er dann sich in den Eingang begibt. Soll das der Kiefer sein? Petri Heil, ja, irgendwas mit Fischen und so. Und was habe ich auch schon überlegt? Petri Heil sagt man ja beim Fischen. Ich weinte mit ihnen, sie ließen mich im Schatten ruhen. Ich lief weiter am Rande der Welt und sah die Rippen des großen Leviathans am Meer. Das Meer wird nicht sein, es wird ein See sein. Schon so aus, so zwischen einem Sesam und den Trauerweiden am Wasser. Und dann bewacht von irgendwie, weiß nicht, wenn er so. Hier sind die, genau, ist am See, das passt. Und hier sind diese Männer aus Stroh, von denen er gesprochen hat, die ihn da durchgelassen haben. Das muss hier sein. Hier bin ich wohl richtig. Das war nicht ganz so einfach. Das war wirklich sehr wirr geschrieben von ihm. Da suche ich den Treffpunkt. Na dann. Ein schönes, handgeschnitztes Kreuz. Jemand aus dem Dorf könnte es kennen. Jetzt ins Dorf, gehen raus, in das Schloss, das Kreuz gehört. Kann ich noch irgendwas rausfinden, bevor ich zurückgehe? Puzzle 87 gerade abonniert. Vielen Dank dafür. Für dein Abo. So, zurück ins Dorf und dann befragen wir die mal. Bitte fangst du schon Abend. Das sieht ja so schön aus in dem Spiel. Big Mac Mike sagt, ich bin schuld, dass er das jetzt auch spielt. Ja, daran bin ich gerne schuld, dass du jetzt ein tolles Spiel spielst. Aber ich bin ein bisschen zu weit nördlich noch. Mit dieser Schuld kann ich, glaube ich, sehr gut leben.
Dann wünsche ich dir viel Spaß. Okay, jetzt müssen wir hier uns ein bisschen umhören. Wir werden erstmal dann in der Mitte anfangen bei der Taverne, obwohl, wenn hier gerade jemand ist. Übrigens, hey, das gönne ich mir an der Stelle, wenn es halt mathematisch passt. Falls, also in diesem Fall ist es dann vielleicht schon zu spät und wenn ihr es auf Steam kauft sowieso. Aber falls ihr Sachen bei Amazon kauft, dann würde ich mich immer darüber freuen, wenn ihr meinen Amazon-Link, meinen Affiliate-Link benutzt. Das kann ein Spiel sein. Ich verlinke unter YouTube auch in der Beschreibung immer mit Amazon das Spiel. Also wenn man den Link benutzt oder meinen allgemeinen Link, den man auch bei Twitch solche in der Beschreibung findet oder im Twitch-Chat mit Ausrufezeichen Amazon. Wenn man den benutzt, um was zu kaufen, wie gesagt, sei es das Spiel oder irgendwas anderes, dann bekomme ich eine kleine Provision von Amazon. Für euch ändert sich nichts. Ihr landet einfach ganz normal auf der Amazon-Seite und könnt wie gehabt einkaufen. Aber ich kriege eine Provision. Und deswegen, wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, mich, meine Projekte, meinen Kanal, dann ist das immer sehr schön, wenn ihr diesen Link benutzt. Danke. So, jetzt fragen wir mal den Typen nach dem Holzkreuz, ob er sich da auskennt. Ich suche nach dem Besitzer dieses Kreuzes. Weißt du zufällig, wem es gehört? Nein, weiß ich nicht. Aber frag doch den Pfarrer. Er segnet alle Kreuze im Dorf. Danke, werde ich tun. Der Big Big meint, er hätte das vorher wissen sollen. Sorry. Ja, mein Gott, so schlimm ist es ja nicht. Das ist jetzt ja, wenn es sich halt ergibt. Ne? Wenn ihr eh was kauft und so, dann macht es aber den Link. Manche von den regelmäßigen Zuschauern, die oft dabei sind, haben sie einfach auch den Link in den Bookmarks gespeichert oder oben in der Leiste beim Browser, sodass man halt das nicht vergisst, wenn man Amazon besucht, dass man diesen Link anklickt sozusagen. Max Kommann fragt, ob ich noch Elex spielen werde oder Divinity Original Sin 1, wenn ich mit dem durch bin. Im Moment spiele ich ja noch Original Sin 2 zu Ende. Ebenfalls ein fantastisches Rollenspiel. Also so ein guter, also dieser Winter halt jetzt, so sensationell. Zwei der besten Rollenspiele seit langem rausgekommen. Ich finde Divinity Original Sin 2 eines der besten Rollenspiele aller Zeiten in seinem Genre. Und Kingdom Come auf jeden Fall auch. Und Alex steht jetzt nicht auf der Liste direkt, aber Gothic 1 und 2 stehen auf der Liste. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und das ist auch das Schöne, weil ich habe da auch richtig Lust drauf bekommen, weil eben Kingdom Come sehr das Gothic-Feeling hat, finde ich. Hat sehr das Gothic-Feeling. Die Leute im Dorf sagen, du würdest die Kreuze in ihren Häusern segnen. In der Tat. Weshalb fragst du, Heinrich? Ich habe mich nur gefragt, ob du dich erinnerst, wem dieses Kreuz gehört. Mag sein. Aber vielleicht will ich es nicht sagen. Warum? Die Leute sagen, du hast dich mit dem Vikar unterhalten. Sie haben Angst, dass Herr Hanusch dich geschickt hat, ihm zu helfen. Ganz so ist es nicht. Und wie dann? Herr Hanusch hat mich beauftragt, herauszufinden, was er will, und ihn, wenn möglich, loszuwerden. Dann haben wir dasselbe Anliegen. Aber ich würde es dennoch begrüßen, wenn am Ende niemand verbrannt wird. Kein Grund zur Sorge. Hier gibt es keine Ketzer. Das hoffe ich. Aber diese Inquisitoren finden immer etwas. Sie hassen es, mit leeren Händen zu ihren Herren zurückzukehren. Wo hast du das Kreuz gefunden? Wie wäre es mit einem Handel? Ich sage dir, wo ich es her habe, und du mir, wem es gehört. Also gut, sag's mir. Ich habe es aus dem Wald. Sah aus wie ein Treffpunkt. Da waren auch andere Dinge. Kerzen, Leinen und so weiter. Verflucht. Das sieht wirklich so aus, als... Als hätte der Vikar recht, hier zu suchen. Es hat mich auch überrascht. Also, wem gehört es? Das Kreuz gehört den Bauers, das weiß ich sicher. Aber das kann nicht sein. Ich kann das nicht glauben. Wenn sie wirklich Ketzer sind... Was willst du unternehmen? Ich weiß es nicht. Aber ich werde alles tun, um eine Hexenjagd hier zu verhindern. Ich verstehe. Herr Hanusch wäre wohl auch nicht erfreut. Gut, dass wir da alle einer Meinung sind. Die Frage ist, was wir unternehmen können. Der Vikar wird nicht aufgeben, ehe er hat, was er will. Weißt du was, mein Junge? Bevor wir irgendetwas unternehmen, sollten wir prüfen, ob es hier wirklich Ketzer gibt. Was schlägst du vor? Ganz einfach. Hör dir an, wie sie ihre Gebete sprechen. Wofür soll das gut sein?
Die Gebete sind allen Christen heilig, ob Ketzer oder nicht. Aber wenn sie Ketzer sind, werden sie anders beten. Und wie soll ich erkennen, dass ihre Gebete anders sind? Weißt du etwa nicht, wie wahre Christen beten? Doch schon. Wie soll ich sie beim Beten belauschen? Ich schätze, sie werden in der Kirche nicht ketzerisch beten. Gewiss nicht. In der Kirche werden sie wie gewohnt beten. Aber zu Hause ist das etwas ganz anderes. Ich weiß, dass sie sich abends auf dem Hof mit allen Arbeitern treffen. Da werden sie bestimmt beten. Aber wie soll ich sie dabei belauschen? Ich weiß nicht. Hock dich unters Fenster, klettere auf den Dachboden. Dort wirst du alles hören, was im Hauptraum gesagt wird. Was weißt du über die Bowers? Nun, da ich darüber nachdenke, sie sind etwas sonderbar. Wie meinst du das? Naja, sie bleiben eher unter sich. Sie wohnen zwar der Messe bei, aber danach gehen sie unverzüglich. Und ich habe sie nie bei einem Tanzvergnügen oder einem Fest gesehen. Andererseits geben sie den Bedürftigen im Dorf mehr Almosen als jeder andere. Das kann ich ihnen nicht absprechen. Das klingt eher nach Protestanten. Der Jan Hus kam ja auch schon vor im Spiel. Ne, machen Tanz und sowas nicht mit, kümmern sich um die Bedürftigen und so weiter. Woher stammen die Bowers eigentlich? Weiß ich nicht. Ich habe mich nie viel mit ihnen unterhalten. Aber sie sind noch nicht lange hier. Nur 2 oder 3 Jahre. Und das Kreuz, als du es gesegnet hast, war das für die Bowers? Nein. Es gehörte der Familie, die vor ihnen auf dem Hof lebte. War eine traurige Geschichte. Okay, wird anscheinend erzählt die traurige Geschichte. Gut, ich mache mich ans Werk. Na gut, dann haben wir eine Aufgabe, die wir jetzt erledigen sollen. Bericht erst dem Vikar, ne? Das macht man noch nicht. Wir gucken erstmal selber nach, was da los ist, bevor wir den Vikar informieren. Und sprechen dann nochmal mit Pater Goodwin. Ja, eine Schleichmission. Da tut es mir fast ein bisschen leid, dass ich meine Ninja-Klamotten zum Teil nicht mehr habe. Aber kriegt man schon hin.